Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Huhn. Ja, der Earl of Grey, der unterstützt mich heute wieder bei einem Hahnenthema. 9 Irrtümer über Hähne wollen wir heute aufklären. Der Earl of Grey ist überhaupt so ein richtig cooler Hahn, weil er eben auch kräht, wenn er auf der Schulter sitzt, auf den Arm genommen wird. Er ist überhaupt nicht... Ich habe fast einen Hörsturz. Er ist überhaupt nicht schüchtern und darum eignet er sich sehr gut als Hähnchen für so Aufklärvideos. Er hat mich letztens auch bei einem Video unterstützt, als es um die Rettung des Hahnenkrähens ging. Bitte verpasst das Video nicht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das ist das vorletzte Video hier von mir bei den Uploads. Da geht es eben um die Rettung des Hahnenkrähens und es wäre echt cool, wenn ihr uns da unterstützen würdet. Ja, wir haben heute 9 Irrtümer über den Gockelhahn. Und da starten wir doch gleich mal, denn es ist echt ein interessantes Thema. Und zwar Irrtum Nummer 1. Hähne krähen nur für ihre Hennen. Das stimmt nicht. Hähne krähen nicht nur für ihre Hühnerschar, um die quasi beisammen zu halten. Das tun sie zwar auch deswegen. Also die Hennen orientieren sich sehr wohl schon auch am Krähruf. Aber das Hahnenkrähen, dass es so kilometerweit hörbar ist, gerade auch durch Waldgebiete oder in Siedlungsräumen im Flachland, das dient eigentlich auch der Revierabgrenzung. Hähne können auch andere Hähne mit ihrem Krähruf abschrecken und so davon abhalten, in ihr Revier einzudringen, was letztlich dann ja in der Natur oft eine Kampfsituation verhindert und somit überleben beide Kontrahenten. Also ja, es gibt auch Hinweise darauf, dass die Hähne aus dem Krähruf eines anderen Hahns auch raushören können, ob dieser Hahn körperlich fit ist, ob er gesund ist. Also man kann annehmen, dass jetzt zum Beispiel ein großer, kräftiger Hahn wie ein Jersey Giant oder ein Orpington-Hahn, dass der schon von so einem Serama-Krähruf raushört, dass das ein eher kleiner Hahn ist, der ihm körperlich unterlegen ist. Also das lässt sich bestimmt auch in gewisser Weise auf die Hähne in Gefangenschaft ummünzen. Aber eben, lange Rede, kurzer Sinn, Hähne krähen nicht nur für die Hennen, sondern auch für die anderen Hähne. Ja, wieder eine andere Station. Hier ist meine bunte Truppe, wo ich auch 3 Hähne dabei habe. Ein ausgewachsener und 2 Junghähne. Und nee, eigentlich sind es 4 Hähne. Ein Chabu-Mix ist auch noch dabei. Der darf aber nur noch so lange hier mitlaufen, wie keine Bruteier gesammelt werden. Denn in dieser bunten Truppe züchte ich Steinbipperl. Und das ist jetzt der nächste Irrtum, was die Hähne anbelangt. Man könnte in einer bunten Truppe keine Rassezucht betreiben. Also es geht schon. Man darf halt nur die Hähne dann nur von einer Rasse haben. Und das wäre in dem Fall dann halt Steinbipperl. Wenn ich nämlich in der Truppe nur Steinbipperl als Hähne habe, dann habe ich ja von den Steinbipperl-Hennen automatisch immer reinrassige Bruteier. Die Steinbipperl-Eier sind jetzt eher klein und hellschalig, meistens sogar weiß. Und lassen sich gut von den Eiern, zum Beispiel von den Zwergweintotten oder von den Sandschakkrähen unterscheiden, die bräunlich sind. Oder auch die Marans-Eier, die ja kastanienrot sind. Auch die Amrock-Eier sind bräunlich. Also ich habe hier kein Problem, auch in der bunten Truppe mit den Steinbipperl-Hähnen zu züchten. Ich kann hier Erhaltungszucht betreiben, ohne dass ich mich auf eine Rasse beschränken muss. Ich muss nur halt eben in der Gruppe bei den Hähnen bei einer Rasse bleiben. So, wir sind beim nächsten Irrtum angelangt und zwar, man kann immer nur einen Hahn halten. Auch mehrere Hähne lassen sich tatsächlich zusammenhalten und zwar, wenn das Platzangebot ausreichend groß ist und wenn die Rasse dafür passt. Hier im Hintergrund könnt ihr unsere freilaufenden Yokohama-Hühner sehen und die Hähne liefern sich hier auch gerade ein schönes Krähkonzert, was wieder die Verknüpfung auch macht zu vorher genannten Irrtümern. Also die Hähne tun auch einander mit dem Krähen imponieren und so werden auch Rangstreits und Hahnenkämpfe verhindert, weil die Hähne eben durch dieses Krähen auch ihr Revier abgrenzen. Die Yokohamas können hier im Herbst und im Winter auch die Wiesen und Felder rund um den Garten nutzen, weil hier im Winter ja kein Gemüsebau oder Ackerbau betrieben wird. Und in der Zeit klappt es mit den Hähnen wirklich extrem gut. Es sind momentan mehr als 10 Yokohama-Hähne auf dem Grundstück. Oft haben die Hähne so ein paar Hennen bei sich, die ja quasi dann so ihr Harem sind. Und das kann dann aber auch immer wieder mal wechseln. Jetzt steht ein Hahn direkt neben der Kamera, aber ich glaube, das war jetzt gar nicht so laut, weil das Mikro ja bei mir ist. Es ist schon schön, das hier zu beobachten.
Und die meisten Hähne sind hier allerdings auch in Naturbrut in die Gruppe reingewachsen. Und das ist ja zum Beispiel auch bei den österreichischen Steinpippern so, dass Hähne sich besser vertragen, wenn sie sich von klein auf aneinander gewöhnt haben. Oder auch Junghähne vertragen sich mit Althähnen besser, wenn sie schon als Küken oder Jungtiere in die Gruppe mit dem Althahn hineingewachsen sind. Ein verbreiteter Irrtum ist es auch, dass wenn man Hähne in Kunstbrut aufzieht, dass das dann die braveren und freundlicheren Hähne werden, als wenn man sie in Naturbrut aufzieht. Klar, die Naturbruthähne sind natürlich oft etwas wilder und zurückhaltender, fressen vielleicht auch nicht aus der Hand. Aber Naturbruthähne werden bei vielen Rassen auch eher seltener zu solchen aggressiven Verhaltensweisen dem Menschen gegenüber neigen. Denn es ist halt so, wenn man Hähne künstlich aufzieht und sehr verhätselt, dann kann es auch schnell passieren, dass die fehlgeprägt sind und später dann aggressiv werden dem Halter gegenüber, aber auch anderen Menschen. Und ich habe es ja selber heuer feststellen können. Ich habe im Frühling meine Videoreihe Naturbrut versus Kunstbrut gemacht mit den Provice Ultenthaler Küken, habe einen Teil der Küken in den ersten Lebenswochen in Kunstbrut aufgezogen und einen Teil hier mit der Clara als Glucke. Und ja, die Reihe war dann ja nach 2 Monaten eigentlich beendet, als ich alle Küken dann eigentlich, die ich nicht mehr für die Weiterzucht brauchte, vermittelt habe. Aber die Geschichte ist trotzdem noch weitergelaufen. Von den Kunstbruthähnen sind dann 2 leider tatsächlich aggressiv geworden. Die kamen auf eine Alm von einem befreundeten Rinderzüchter, der eigentlich Tiroler Grauvieh züchtet. Und ja, er musste dann beide Hähne im Laufe des Sommers wirklich weggeben, weil die auf der Alm so derart aggressiv wurden. Und da in vielen Hühnergruppen, aber auch auf Facebook in den Hühnergruppen schon 1000-fach geschrieben wurde, dass Kunstbruthähne bei ein und derselben Rasse eher zum Aggressivwerden neigen, glaube ich nicht, dass es jetzt ein Zufall war, dass auch bei mir genau die Ultenthaler Hähne aus der Kunstbruttruppe dann später aggressiv wurden. Die Naturbrutgruppe, da habe ich auch zu 2 Hähnen noch Kontakt oder zu den Menschen, die diese Hähne haben. Und da ist mir bisher nichts von Problemen berichtet worden. Im Gegenteil, ein Halter im Tiroler Unterland, der geht immer mit seinem Provice Ultenthaler Hahn und seinen Hennen, die er von mir hat, spazieren am Waldrand. Ja. Und wenn der natürlich dann der Hahn jedes Mal die Spaziergänger angreifen würde, das würde dann ja gar nicht klappen. Also natürlich ist es keine wissenschaftliche Vergleichsstudie mit Hunderten oder Tausenden Hähnen, die ich da geführt habe. Aber trotzdem vielleicht auch für euch mal interessant, was eigentlich so passiert ist mit dem Küken aus Naturbrut versus Kunstbrut. Denn ich habe ja damals in der ersten Folge von Naturbrut versus Kunstbrut mehr oder weniger schon prophezeit, dass ich damit rechne, dass es mit den Kunstbruthähnen Probleme geben wird. Es hängt oft von der Rasse ab, aber eben gerade so lebhafte Landrassehähne von den alten europäischen Rassen, da ist es eben ganz oft so, dass die Kunstbrütler einfach ein bisschen happiger sind. Ja, kommen wir mal zum nächsten Irrtum. Der passt nämlich jetzt dazu, und zwar, dass aggressive Hähne immer was Schlechtes sind. Also das will ich jetzt auch nicht verschweigen. Auch aggressive Hähne haben Vorteile. Zum Beispiel haben viele ältere Züchter mir berichtet, dass sie im Laufe ihres Lebens, wenn sie einer Rasse für viele Jahre hinweg treu geblieben sind, ja, dass die halt einfach beobachtet haben, dass die aggressiveren Hähne, die aufgeweckteren Exemplare, oft halt auch die besseren Befruchter sind. Das heißt, aus züchterischer Sicht können aggressive Hähne für Top-Befruchtungsquoten sorgen. Es muss nicht so sein, aber oft ist es so, dass ein Hahn, der halt für seine Rasse sich auffallend ruhig und friedlich verhält, auch eher so ein bisschen ein Waschlappen ist. Eben, wie gesagt, man muss immer auch wissen, von welcher Rasse man spricht. Und das nächste ist, aggressive Hähne sind halt oft auch sehr, sehr gute Beschützer gegenüber Greifvögeln, warnen sofort. Bei mir in der Truppe ist es hier so, es sind ja auch in der Umgebung überall Hähne, die Yokohamas, die bayerischen Landzwerge, die Seramas. Und wenn halt ein Hahn was merkt, dann macht er ja so Warnrufe, dann kann es schon mal sein, dass die anderen Hähne das sofort aufschnappen. Dann wird hier gegenseitig gewarnt, auch die ranghöchsten Hennen nehmen das sofort auf. Und auch die Pfauen, die Berlhühner, die Fasane sind alle irgendwie miteinander vernetzt und warnen sich gegenseitig. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt nur einen Hahn hat, kann es schon sein, dass gerade wenn der ein bisschen, ja, ein bösartiger, will ich jetzt nicht sagen, aber ein schwieriger Fall ist, dass der aber gleichzeitig eben die Hennen gut beschützt und gleichzeitig eben auch ein Top-Befruchter ist.
So, bin jetzt hier bei den bayerischen Zwerglandhühnern. Die bayerischen Zwerglandhühner sind momentan eigentlich Deutschlands seltenste Hühnerrasse. Also ich kenne jetzt nur 3 Populationen, 3 Reliktbestände. Es ist auch Deutschlands einzige verbliebene Hühnerrasse, die nicht in die Schablonen von Ausstellungstieren hineingezwängt wurden. Also es ist die einzige bunte Landrasse, die in Deutschland bisher noch existiert, ohne dass es sich dabei um eine Rückzüchtung handelt, sondern es sind wirklich alte, traditionelle Bauernhofhühner, wie es sie in Bayern früher auf vielen Höfen gab. Es gab ja früher oft auf den bunten Geflügelhöfen auch kleine bunte Zwerghühner. Und die bayerischen Landzwerge sind halt noch die direkten Nachfahren von solchen Urzwerghühnern. Sind auch ein bisschen verwandt mit den österreichischen Steinbipperl. Aber ich sag mal so, ich werde euch die Rasse im Laufe des nächsten Jahres sicherlich mal vorstellen. Spätestens dann, wenn ich auch viele Küken davon da habe. Langer Rede, kurzer Sinn, hier ist der Otto dabei. Ist ein rosenkämmiger bayerischer Zwerglandhahn. Die Rasse gibt es nämlich mit Einfachkamm und Rosenkamm gemischt in der Gruppe. Und der Otto hat vorhin schon mit mir für den nächsten Irrtum gedreht, nämlich Hähne krähen, Hennen gackern. Das stimmt so nicht. Es gibt sowohl Hennen, die mal krähen, weil Hennen in hahnenlosen Gruppen auch immer wieder mal dazu tendieren, die Hahnenrolle zu übernehmen. Also einzelne ranghohe Hennen können sich dann echt wie ein Hahn verhalten und eben auch das Krähen üben. Aber eben umgekehrt haben Hähne generell auch viele Gackerlaute für die Kommunikation. Und vorhin habe ich hier bei den bayerischen Zwerglandhühnern gekochte Nudeln reingeworfen, natürlich ohne Salz gekocht, das ist für Hühner schädlich. Und dann hat der Otto sofort sein typisches Lockgackern gezeigt, mit dem er seine Hennen anlockt. Und das zeige ich euch jetzt. Also auch Hähne können nicht nur krähen, sondern auch gackern und umgekehrt können Hennen auch mal das Krähen üben. Da gackert er, der Otto, für seine lieben Hennen, um sie anzulocken. Wer genau hinsieht, kann erkennen, dass er auch immer wieder ein Reiskörnchen nimmt und es so vor sich hinwirft. Und das ist eben auch so ein typisches Lockverhalten. Zwischendrin muss natürlich auch gekräht werden. Hier habe ich Reis gefüttert und der kommt bei allen Hühnern eigentlich erfahrungsgemäß sehr, sehr gut an und ist gut dazu geeignet, herauszufinden, ob ein Hahn ein Gentleman ist. Dann ist er ein Gentleman, dann überlässt er auch den Damen den Großteil von solchen Leckerbissen und macht eben auch wieder Otto gezielte Lockrufe, um den Damen, die es noch nicht geschnallt haben, anzuzeigen, dass es was Gutes gibt. Legolas in meinem früheren Hühnergarten war übrigens auch so ein Gentleman-Hahn. Der hat das wirklich gut gemacht, sich um die Damen zu kümmern, hatte auch seine eigenen Gackerlaute, um mit allen zu kommunizieren. Und das konntet ihr ja schon bei vielen alten Folgen von Happy Huhn beobachten. Kommen wir zum nächsten Irrtum. Der lautet, ein Hahn müsse eine Henne für jedes Brutei extra treten bzw. befruchten. Das ist nicht der Fall, man findet bei den Hühnern eine sogenannte Vorratsbefruchtung. Die Vorratsbefruchtung sorgt dafür, dass eine Henne in der Natur schon durch eine Verpaarung ein ganzes Nest voller befruchteter Eier legen könnte, was natürlich der Fortpflanzung dient und den Erfolg erhöht. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel den Zuchthahn wechselt, dann müsst ihr beim Bruteiersammeln mindestens 2-3 Wochen warten, bis ihr sicher gehen könnt, dass die Eier nicht mehr von eurem vorhergehenden Zuchthahn befruchtet sind. Also dass er wirklich auch nicht mehr der Vater von den Küken ist. Auch so ein Irrtum, den Leute oft haben, wenn sie sich noch neu Hühner zulegen, dass Hähne absolut nutzlose Tiere sind, die man eigentlich gar nicht braucht. Also das kann ich absolut nicht bestätigen. Wer einmal ein und dieselbe Hühnertruppe mit und ohne Hahn erleben konnte, der wird es sicherlich wissen. Hähne bringen ihr ganz eigenes Sozialverhalten, ihre eigene Kommunikation in die Hühnergruppe mit ein. Die ganze Struktur in der Hühnergruppe ist sehr rund um den Hahn aufgebaut, zumindest zu den meisten Zeiten des Jahres. Ich finde von daher, das können wir Menschen auch gar nicht so beurteilen, wie wichtig Hähne eigentlich für die Hühner sind. Natürlich können Hühner auch ohne Hahn glücklich sein und man kann sie auch ohne Hahn halten, aber nutzlos ist der Hahn nicht. Auch früher hat man die Hähne nicht nur als Gratiswecker verwendet, sondern zum Beispiel wurden auch die langen Sichelfedern der Hähnen traditionell oft als
Hutschmuckfedern verwendet. Das war auch im Alpenraum so und ist auch heute oft noch so, dass bei den Trachtenhüten Hahnenfedern drauf sind. Es ist auch oft so, dass bei manchen Zunften weiße Hahnenfedern gefragt waren, bei anderen Zunften zum Beispiel grün schillernde Federn. Hähne sind sicherlich keine nutzlosen Tiere. Und ihr seid alle nicht nutzlos. Ja, es fällt ja auch auf im Hintergrund, die Ohrfasanen laufen inzwischen sehr brav mit all dem anderen Geflügel hier, vertragen sich mit den Yokohamas, mit den Pfauen, mit den Schäfchen, auch mit den Hunden gibt es keine Probleme. Es ist einfach eine Freude, wenn alle miteinander auskommen und gerade die Yokohama-Hähne machen auch hier wieder keine Probleme mit den anderen Tierarten. Es ist zum Beispiel so, dass die Berlhühner, die sind eigentlich so ein bisschen die Agro-Truppe. Mich wundert es eh, dass die sich mit den Ohrfasanen so gut vertragen. Aber zum Beispiel die Yokohama-Hähne haben teilweise vor den Berlhühnern echt Respekt. Ja, der Earl of Grey oder Earl Grey, wie er jetzt von seinen Fans auch genannt wird, darf jetzt wieder zurück zu seinen Serama-Mädels in die Foliere. Das Video neigt sich dem Ende zu. Es würde mich freuen, wenn ihr auch auf meinem Instagram-Account vorbeischaut. Da gibt es jetzt regelmäßig Livestreams, die Happy Huhn Fragestunde, wo ihr auch eure Hühnerfragen natürlich mir stellen könnt. Und eben wie schon eingangs gesagt, schaut euch unbedingt auch das Video an zur Rettung des Hahnenkräns. Das war mein vorletzter Upload hier auf YouTube. Unbedingt anschauen und unbedingt, wenn ihr könnt, auch etwas für uns tun. Denn es geht alle Hühnerhalter an, dass Hähne auch in Zukunft noch von uns Hühnerhaltern gehalten werden dürfen.